Welcome to the party, meine Damen und Herren. 5-4, wir machen Bowser heute weg. Der Wollo hat seine Depression überstanden. Wollo, wie geht's dir als neugeborener Mann? Bist du Jesus jetzt? Bist du? Den gibt's doch gar nicht. Wollo G. Den gibt's doch gar nicht, Cole. Das haben wir doch gelernt, dass es den gar nicht gab. Weiß nicht, ne? Also, vielleicht gab's den schon, ne? Stell dir mal vor, wenn es den wirklich gab, ne? Ja, Zaubertrickmäßig hatte. Der war so ein Trickbetrüger. Das war wahrscheinlich so ein Straßenmagier. Also das war ein Trickbetrüger. Machen wir uns doch nichts vor. Das wissen, ja, das weißt du, das weiß ich. Stell dir mal vor, wenn es den wirklich gab, so, also einfach den Menschen an sich. Wie krass, das ist. Der ist aber tot und es gibt einfach eine ganze Religion nach ihm. Ah, crazy, Alter. Das könnte mit mir auch passieren, wenn ich tot bin. Genau. Ja, aber der weiß es ja nicht mal, weißt du? Nee, wahrscheinlich nicht. Meinst du, was die Nachfahren theoretisch an Kohle kriegen müssen? Boah, ich stell mal vor, in der heutigen Zeit wärst du Jesus. Wie reich du wärst. Und ich sag dir, wie es ist, Jesus wird richtig viel gefickt haben. Wahrscheinlich. Also es wird wahrscheinlich einige Nachfahren von Jesus geben. Boah. Ne, der wird ja die Weiber weggeflankt haben, als gäbe es keinen Morgen. Das ist ja sehr klar. Ja, wenn der den erzählt, was er alles kann, ne? Ja. Oh, der war ja auch so ein alternativer, lange Haare, ne? Da stehen die drauf. Ja, klar, so ein. Weiß ich auch nicht warum, ey. War so ein Surferboy war das. Ja. Hasse ich, ey. Ich hasse solche Männer. Die hast du? Warum? Ja, die haben einen unfairen Vorteil. Das ist keine faire Competition mehr. Der kann halt komplett scheiße sein, der ist halt ein Surferboy und damit wieder gefickt. Ist halt unfair. Ist einfach ne, so, wie wenn einer in einem Multiplayer-Game cheaten würde. Das ist halt nicht fair. Mann, ey. Ja, du könntest halt auch einfach ein Surferboy kann ich werden, da hoch? Ne? Kann ich da rechts hochspringen? Nee, oder? Ich denk schon. Das sieht für mich dann noch aus. Ja, man wird halt nicht einfach so ein Surferboy. Zum Surferboy muss man geboren werden. Nein. Doch. Ich wäre auch theoretisch ein Surferboy. Ich habe nur nicht die passende Stimmung dafür. Du hast auch die. Nee, du kannst kein Surferboy sein. Warum nicht? Ja, da fehlt ja einfach die Verantwortung. Du würdest niemals auch in deinem Leben auf ein Surfbrett stellen, Alter, wenn der Hai kommt. Ja, hätte ich auch woanders geboren werden müssen für, ne? Ja, siehste. Ja, gut, aber das Ding ist ja jetzt da. Da, wo du wohnst, musst du ja gar nicht gegen Surferboys antreten. Jetzt hast du jetzt so, ne? Heutzutage Internet, du kennst das. Hast eine Frau am Start, willst sie gerade klar machen, dann auf einmal macht Tinder Bumm, ne? Da ist er dann. Ja, ich hab eine Kommilitonin von damals, ne? Die immer gesagt hat, dass sie mich so gerne mag. Gut, ich hab tatsächlich gesagt, dass ich sie nicht attraktiv finde, aber das müssen wir jetzt nicht. Die hätte mich ja trotzdem anbaggern können. Ja. Und die hat dann auf einmal, die ist jetzt mit einem zusammen seit, weiß ich nicht, 5 Jahren, den sie da auf Tinder kennengelernt hat. Schmutz, sag ich dir. Nee, da sag ich mal, hat sie alles richtig gemacht. Denn mit dir wäre das ja sowieso nichts geworden. Also klar, alles richtig gemacht. Mich nur Gott sei Dank hat die diese Entscheidung so getroffen. Klar, mit mir wäre sie glücklich geworden. Ich hätte halt nur noch, ich muss halt noch ein paar Dinge lernen. Die hätte mir das doch mal beibringen können. Nee. Nee, Mädchen, wenn du das hörst, ne? Gott sei Dank. Ja, war halt auch nicht so mein Typ, deswegen. Dann wärst du sowieso nichts geworden. Vor allem nicht zu der Zeit. Wäre jetzt nicht mal was geworden, wenn Colin nicht hundertprozentig die Brüste gespürt hätte. Nee. Alles gut. Oh, das ist das Speedrun-Level. Alter, wow, hast du gesehen? Das ist halt so ein Speedrun-Level, dass man mega gut durchspeedrun kann. Muss ich hier oben? Ist wahrscheinlich egal. Es ist kein Rätsel. Von daher mach, wie du willst. Nein, ich hätte da oben warten können. Nee, jetzt ein bisschen schneller sein müssen, würde ich fast sagen. Ja, das hätte auch funktioniert, aber. Oh. Das ist. Also, es ist ein schwieriges Level, aber der Flow wird geil, so mit der Zeit. Ja. Definitiv. Das Ding, das ist halt das Ding, ne? Wenn du schnell unterwegs bist, ist die Mario-Steuerung halt echt eigentlich ganz nice. Aber sobald du halt einmal so ein bisschen abbremst, wird es halt so, also wankelig. Das ist verrückt. Oh, Wollo, ich bin so heiß, ne? Aufs Rendo-Race.
Warum? Wenn dieser Part rauskommt, ne? Ja, ich glaube, der kommt Mittwoch, glaube ich. Nee, heute ist Montag. Ja, heute kommt einer und das, ne, müsste der Donnerstag kommen. Ist der dritte, den wir machen, ne? Weiß ich nicht. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, heute dürfte ein Stream sein mit Volumir zusammen. Eine Pressekonferenz. Wenn ihr das seht, wenn der Part um 18 Uhr kommt, um 19 Uhr. Ist Pressekonferenz, Random Race, das Spiele-Reveal für die Community-Abstimmung. Müsste eigentlich alle kommen, denn die will ich ja beeinflussen. Da brauche ich möglichst viele Leute für. wie kriege ich denn genügend Leute mobilisiert, die Spiele auszuwählen, die ich will? Mache ich das, Korn? Ja, gar nicht. Aber man muss einen Anreiz schaffen, ne? Wenn die Spiele drankommen, die ich haben will, dann muss ich einen Anreiz bringen. Dann muss irgendwas passieren. Was Cooles für die Leute. Dass sie auch einen Anreiz haben, das zu machen. Du bist so ekelig, hast du dich jetzt schon, ey. Muss ich nur noch was finden. Erst heult er die Liste zusammen, damit seine Spiele raufkommen. Jetzt will er auch noch schikanieren, dass nur noch Kackspiele drankommen. Ich bin halt ein Schikanierer. Was heißt denn Kackspiele? Du bist halt, richtig sind alles mega gut Spiele. Leute, die Liste ist so stark, ey. Ich will jetzt sagen, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, die Liste ist wirklich stark. Also sind so viele coole Spiele drauf. So viele AAA-Sachen, ne? Mhm. Alter, Leute. Und ich hoffe, ihr seid auch klug, ne? Und wählt Dinge, die dem Rando Race gerecht werden. Mann, spring doch, Mario! Kann nicht so schwierig sein an der Stelle. Ah, ich bin richtig heiser. Ich freue mich so sehr darauf, wieder mit Üben anfangen. Habe ich richtig Bock. Ich will auch. Ich hoffe nur, es kommen auch schöne Spiele, die zum Üben Spaß machen. Das wäre halt schön. Ja, ich sag mal so, die Racer-Picks kenne ich ja schon. Und ja. Mein Spiel wird dir Spaß machen. Geht. Dass du dich da so gegen wärst, ist halt auch wieder komplett lost einfach. Ist halt typischer Wollo. Ne? Ich hab da momentan nicht so die Böcke auf das Spiel, aber ist okay. Ist halt ein typischer Wollo. Ich hab Bock auf dein Spiel. Ich freue mich da drauf. Scheiße. Ich werde das, werde ich weggrinden, ne? Ist auch gut. Kannst du gute Streams gucken, Alter. Wann siehst du das mal irgendwo in einem Stream? Selten. Ja. Und wenn, dann wahrscheinlich bei Menschen, die jetzt nicht so cool sind wie ich. Ja, momentan, meine Laune ist halt gerade so schlecht, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, jemals wieder einen Stream zu gucken. Ja. Hast du keinen Stream geguckt gestern? Weiß ich nicht, was ich gestern Abend gemacht habe. Gott, ich weiß es nicht. Weiß ich wirklich nicht. Wie, du weißt es nicht? Ich weiß es nicht mehr. Was ist los? Hast du wirklich Alzheimer? Nee, aber ich weiß nicht, was ich gestern Abend gemacht habe. Wahrscheinlich nichts Spannendes gemacht haben. Oder irgendwas, was du nicht sagen darfst. Irgendwas Verbotenes. Ich weiß es halt nicht mehr. Aber kann nichts Aufregendes gewesen sein, sonst wüsste ich es ja. Ja. Oh mein Gott. Aber gestern die Serie zu Ende geguckt, das weiß ich noch. Aber danach. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Das Problem war, ich stand halt und ich konnte dann aus dem Stand, kann er halt nicht da hochspringen und ich konnte nicht drunter durchlaufen, das habe ich verpasst. Ach, fuck. Das schwierigste Spiel der Welt. Ja, das ist halt wirklich schwierig. Ja. Das kann man mir jetzt nicht vorstellen. Noch genauso gut Kaiser spielen können. Baby Kaiser, wie wär's? Hab ich doch schon gemacht. Hättest du mal Baby Kaiser gewählt, Alter. Ja, da dachte ich mir, da wirst du zu sehr reingrinden und wirst zu viel Spaß dran haben. Quatsch, ich hasse sowas doch. Du kennst mich doch, ey. Als ob du dann scheiße findest dann. Nee, nee. Und das wäre für die anderen, glaube ich, zu schwer. Ja, ist ja gut. Nee. Wir müssen ja wieder Platz 1 und 2 machen, Wollo. Ja, machen wir ja auch. Aber. Wobei, ich weiß es nicht. Ich muss eigentlich Erster werden. Keine Wahl. Oh, jetzt fängt das wieder an. Sau nervig. Jetzt fängt das wieder an. Aber wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn man gewinnt. Na. Zweiter wird auch gut.
Alles gut, Wolle. Boah, stark. So unnötig, ne? Oh mein Gott. Was, oh Gott? Ich habe... Mein Handy hat vibriert. Kann nichts Gutes heißen. WhatsApp? Ja, ja, kennst, ne? Wer schreibt ja aktuell auf WhatsApp so? Ja, niemand. Wir haben auch noch Tinder-Stories, die ich nie erzählt habe, ne? Ja, dann hau mal raus. Lohnt sich das noch? Ja, gibt's. Haben wir noch kein Level geschafft. In diesem Part. Nicht? Nee. Ja, aber ist ja auch ein schwieriges Level, ne? Ja, ja, und im letzten Part haben wir mit diesem Level angefangen. Wie lang ist der Part aktuell? 10 Minuten. Ja, dann kannst du noch über Tinder reden. Mann! Na, die Flamme hat das so... Das lenkt dich auch ein bisschen ab von der Situation. Guck mal, ich hatte so eine asiatische Frau auf Tinder, ne, gematcht, die in Singapur, glaube ich, lebt angeblich. Und die hat mir geschrieben... Ach so, die du heiraten solltest direkt. Ja, genau. Aber die wollte nicht heiraten, das hat mich verwirrt. Dann habe ich mit der so geschrieben und so, ne, und dann hat die so gedacht, oh, can you tell me something about Germany? Bla, 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 bla. Und ich dachte so, das ist so bestimmt so eine Trickbetrügerin, ne? So. Aber ich find's krass, wie hoch du die Reichweite jetzt eingestellt hast bei Tinder, um noch jemanden zu finden. Nein, ich weiß nicht, warum. Nach Singapur ist schon ein paar Kilometer, ne? Nein, ich habe die auf man kann die nur auf 150 oder so einstellen, glaube ich. Die muss also entweder in Deutschland gewesen sein, die hat mich bestimmt verarscht, das war bestimmt eine Deutsche. Die dachte sich bestimmt, warum spricht der mich in Englisch an, der Rassist? Verarschen wir den erstmal. Auf jeden Fall. Ich dachte halt selbst, das wäre irgendeine Betrügerin oder so. Also, was ist eine Betrügerin? Ne? Ein Fake, die irgendwie, keine Ahnung, mir was verkaufen will dann, ne? Ja. Und dann habe ich halt so mit der geschrieben. Dann habe ich halt gesagt, so, ja, lass mal auf WhatsApp schreiben. Und dann hat die mir tatsächlich eine Nummer gegeben. Und ich dachte so, ja, oh, irgendwo ist der Haken, ne? Und dann habe ich mit der auf WhatsApp geschrieben. Und dann hat die so gesagt, ja, hey, bla, 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 bla. Und dann habe ich hier... Ja, und irgendwann habe ich dann so... Oh mein Gott! Ich kann da nicht drunter durchlaufen! Ja! Alter! Bowser, du Ehrenmann, ey! Alter, hat aber lange kein Feuer gespuckt. Der hat auch Mitleid, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann so einen billigen Spruch abgelassen, ne, weil ich dachte... Hier muss aber was passieren, dann schickt die mir so hier auf, mit diesem Link können wir weiter chatten, ne? Irgendwie sowas. Halt auf. Kennst du doch, ne? Nee, kenn ich nicht. So, und dann habe ich halt irgendwas Zweideutiges gesagt, und dann sagt sie so, I don't want to talk about things like this, I want to learn something about Germany. Und dann dachte ich so, Alter, die will wirklich Sachen über Deutschland lernen? Ja, gar keinen Bock. Dann habe ich sie wieder gelöscht. Eklig. Also von dir. Ja, kannst du doch nicht ahnen, dass da so eine asiatische Frau auf Tinder tatsächlich was über Deutschland lernen will. Ich dachte... Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es darauf hinauslaufen wird, dass sie irgendwann sagen wird, ey, ich will dich besuchen, aber ich kann mir das Ticket nicht leisten. Überweis mal... Ja, irgendwie so. 700 Euro, ne, auf dieses Konto und dann sind diese 700 Euro halt weg. Genau, irgendwie sowas habe ich auch erwartet. Die kommt halt nicht, ne? Ja, genau das habe ich auch erwartet. Oder dass sie mich halt auf irgendeine zwielichtige Seite dann bringen will, wo sie ja mit mir weiterschreiben kann, weil sie nur da schreiben kann. Man kennt's ja, ne? Keine Ahnung. Diese Maschen, die es halt so gibt, um Männer abzuziehen im Internet. Wo man auf der anderen Seite auch wieder sagen muss, dass ich bin immer wieder erstaunt darüber, was es für Maschen im Internet gibt, dass es wirklich Männer gibt, die sich davon abziehen lassen. Verrückt, ne? Ja, oder? Also, sobald sowas kommen würde mit ja, ich will dich besuchen und so, glaubt doch keiner. Nee. Das will doch nicht erzählen. Ja, es gibt ja auch so, es gibt jetzt so viele Sachen, wo du ja offensichtlich siehst, dass das Fake ist, wo du dann, keine Ahnung, eine Nachricht für 3,99 oder so und wo ja anscheinend Männer schreiben müssen, sonst würde es das ja nicht geben, oder? Also, da frage ich mich auch, habt ihr schon mal für 3,99 irgendwo eine Nachricht, eine SMS verschickt? Das ist immer eine Sache, wo ich mich sehr, sehr wundere. Oh. Ja, aber das ist halt das Ding. Männer sind dumm, ne? Ja, das ist richtig. Also, Männer sind richtig dumm. Wenn ihr eine hübsche Frau... Also es gibt halt auch dumme...
Es gibt also auch so Heiratsspindler und so, ne? Scheinbar sind Männer und Frauen beide doof. Natürlich. Aber die fallen auf verschiedene Sachen rein. Frauen fallen zum Beispiel immer wieder auf solche Idiotentypen rein, die dann Schläger sind, sich schlagen und so, gefühlt. Ne? Da gibt es halt schon Frauen für, die das dann. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Wenn eine Frau einmal an sowas gerät die oft wieder an sowas. Ja. Weil die da irgendwie immer wieder drauf reinfallen. Und Männer sind halt auch saudumm. Die fallen dann auch auf solche Weiber immer wieder rein. Das ist halt das Ding. Und vielleicht werde ich deswegen jedes Mal betrogen. Weil ich auch immer auf solche reinfalle. Du wurdest nicht jedes Mal betrogen. Nein, nicht jedes Mal. Ja, aber siehst du? Mehrfach. Nein. Ich denke nicht, dass. Manchmal weiß man es halt auch einfach nicht, ne? Dass ja, dann ist es ja auch egal. Dann ist es egal. Mhm, ja, genau. Ich meine, was ändert es denn, ob. Keine Ahnung, vielleicht wurde ich ja auch betrogen und weiß es nicht. Ne, die ist ja kurz danach mit ihrem besten Freund zusammengekommen und die haben ja, der hat ja auch bei uns gewohnt, vielleicht. Ne, wer weiß. Aber. Kann sein. Wenn es so ist, ist mir halt auch egal, ne? Meine Güte. Alter, wie kann dir das egal sein? Aber gut. Jetzt ändert er nichts. Geht, ne? Och Mann, ey. Das sind so die Dinge in dem Spiel, die halt so scheiße sind, ne? Weil du hast, ich hätte halt warten müssen. Ja, damit das irgendwie so ausgeht, dass ich dann da rüberspringen kann, ohne dass die Pflanze kommt. War dumm von mir. Ich finde das ganze Spiel scheiße. Ja. Da habe ich nicht so viel zu hinzuzufügen, ne? Ist halt auch nicht gut, ne? Gibt Besseres. Ist jetzt kein Doki Doki Panic, sag ich mal, ne? Jetzt wollte ich ja von vorne. Panic ist nämlich super. Piep. Ja, aber was Frauen, wo Frauen ja auch immer drauf immer. Jede Frau, dreimal im Leben. Nee, aber worauf Frauen ja auch öfter mal reinfallen, sind dann so Heiratsschwindler, ne? Das finde ich auch komplett wild, wie sowas passieren kann. Ja, und Männer fallen auf schwarze Witwen rein, Gott. Ja, aber diese Heiratsschwindler, weiß ich nicht, ob es das so oft gibt. Was ist eine schwarze Witwe? Die bringt dich um. Ja, sowas kann man und holt sich dann den Nächsten, um den auch zu töten. Boah, da hast du zu viel Medical Detectives geguckt, oder? Ich glaube, das ist vielleicht. aber ich glaube, das mit den Heiratsschwindlern ist auch mehr so ein Fernsehding. So eine Filmsache. Ja, Leute, kennt ihr jemanden, der schon mal auf einen Heiratsschwindler reingefallen ist? Oder eine? Eine oder Männer, eine? Männer fallen darauf niemals rein, bei Frauen. Das, weibliche Heiratsschwindler gibt es in Cornels Welt, glaube ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Hast du schon mal weibliche Heiratsschwindler gesehen? Ich habe auch noch keinen männlichen gesehen. Ja, beim Fernsehen, ja. Bei Barbara Salisch und so. Alter. Na gut. Ha, keine Ahnung. Du kannst darauf einigen, alle sind dumm. Das sowieso. Am Ende des Tages, ne? Oh, alle dämlich. Was schade ist. Ja, gehört aber auch dazu, sonst wäre es ja langweilig, ne? Ich meine, du merkst ja auch daran, dass alle dumm sind, dass immer noch keine in meine DMs geslidet ist, nach meinen ganzen Aussagen. Das ist ja ganz klar, dann ist ja. Das sagt doch alles. Ich hab vergessen, dass ich darüber springen muss. Ja. Niemand schlau ist dir zugehört. Ja, das wird halt so weitergehen, Wolle, ne? Das geht so weiter, ja. Hä? Ich weiß. Deine DMs sind wie Tschernobyl. Da will keiner hin. Ach Mann, ey. Ist doch auch scheiße. Zeig doch auch wieder, wie scheiße mein Leben ist. Also hast du Bock? Nein, überhaupt nicht. Ja, anscheinend doch, so oft, wie du das gesagt hast. Ich sag das doch nur aus Spaß, so aus Entertainment. Ist doch okay, wenn du Bock hast. Nee, ich hab keinen Bock. Meld euch bei ihm. Nein, lass mich in Ruhe. Mach den Bullen wieder wild. Ach, Gorn, du wirst ja demnächst sehen, wie wild ich bin. Hä, guck mal das Tortenvideo an, du bist so ein hübscher, schlanker Mann, das ist verrückt, Alter, bin ich richtig neidisch. Halt die Klappe. Nein, ich meine es ernst. Ich fühle mich momentan so fett und ja, eklig. Dann guck dir mal ein Video vor 3 Monaten an, dann guck dir mal das Kochvideo zu, keine Ahnung, was haben wir gemacht? Du musst einfach nur das Hotdog-Video angucken auf meinem Kanal. Oh ja, Alter. Ja, bin ich so todesfett. Ja, ne, guck mal. Als wenn man mich aufgepustet hätte. Deswegen, Alter. Ohne Spaß.
Ja, aber... Ich weiß auch nicht, Mann. Ich fühle mich so schlecht. Hilfe. Ich wette, morgen ist es wieder besser, Leute. Ich hoffe, morgen ist es wieder besser. Ich versuche es... Also wir nehmen jetzt immer noch ein bisschen auf Vorrat. Also wird es erstmal noch ein paar Tage so weitergehen für euch. Aber in Wahrheit geht es mir dann vielleicht... Wenn ihr das gerade seht, geht es mir vielleicht gerade richtig gut. Bestimmt. Bestimmt, ja. Ja, guck mal, ich habe das Ziel erreicht. Der Part ist vorbei. Leute, viel geschafft, 2 Level heute. Na, wir sehen uns. Geht es euch gut? Ich habe die ganze Welt geschafft, oder? Und wenn es euch nicht gut, habt Hoffnung. Na, es geht. Kommen wieder bessere Zeiten. Leute, bis zum nächsten Mal.